Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din. Von Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Im letzten Unterricht haben wir mit dem Thema angefangen, der erste Tashahhud und was damit zusammenhängt. Wir haben gesagt, dass man bei diesem Tashahhud wie sitzt? Iftirash. Und dass man dabei mit dem Zeigefinger zeigt. Da bewegt man den Zeigefinger oder nicht? Gibt Meinungsverschiedenheit. Taib. Zwei Arten von was? Vom Finger? Wie man den zeigt. Aha, wie man zeigt. Aha. Ja, wie? Zeig mal. Ja, einmal so den Kreis machen. Ja. Und wenn man den Kopf hat. Ah, genau. Genau. Taib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Autor, rahimahullah, sagte danach, und seine Beschreibung. Die Beschreibung von was? Vom Tashahhud. Wir haben gesagt, er setzt sich für den Tashahhud. Dann was ist der Tashahhud? Es ist das, was man sagt. Was ist der Tashahhud? Dass man sagt, At-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wa-t-tayyibatu, as-salamu alayka, ayyuhal-nabiyyu, wa-rahmatullahi, wa-barakatuhu, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Das ist was? Der Tashahhud. Das bedeutet, dass der Betende, wenn er nach den zwei Rak'a hinsitzt, dass er diesen ersten Tashahhud sagt. Und zwar genau so, wie es der Autor erwähnt hat. Was ist der Beweis hierfür? Der Beweis hierfür ist der Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dass er sagte, Iltafata ilayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wandte sich zu uns und sagte, Iza salla ahadukum, wenn einer von euch betet, soll er sagen, At-tahiyyatu lillahi, was-salawatu, wat-tayyibatu, as-salamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi, wa barakatuh, as-salamu alayna, wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh. Und dieser Hadith ist verzeichnet bei Bukhari und Muslim. Und das ist was? Der Tashahhud, der Abdullah ibn Mas'ud überliefert hat. Und ebenfalls wurde überliefert bei Ahmed, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud den Tashahhud beibrachte und ihm befahl, diesen Tashahhud den Leuten beizubringen. Das ist was? Dieser Tashahhud von Ibn Mas'ud. Was heißen diese Worte, die man sagt? Und das ist etwas sehr Wichtiges. Dass derjenige, der betet, weiß, was er sagt. Nicht einfach etwas vor sich hinrattert. Etwas liest und etwas aufsagt, was er gar nicht versteht. Wie kann das Herz anwesend sein, wenn er gar nicht weiß, was er sagt? Und das ist sehr wichtig, speziell im Gebet. Wie viel Mal beten wir am Tag? Wie viel Mal ist das Herz dabei?
Wie viel Mal vergegenwärtigen wir uns, was wir sagen? Und auf das kommt es drauf an. Wie unser Herz dabei ist. Was heißt Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat? Was heißt das? Sind wir Maschinen, die einfach was aufsagen? Oder sind wir Muslime, die zu Allah beten? Und ihn anbeten, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht hat. At-tahiyyatu ist die Mehrzahl von Tahiyya. Und es gibt verschiedene Meinungen, was Tahiyya bedeutet. Einige sagten, At-tahiyya ist As-salam. Der Friede, sozusagen, oder der Friedensgruß. Der Friede. Andere sagten, At-tahiyya, yani die Begrüßung ist damit gemeint. Und andere sagten, es ist Al-Azama gemeint. Yani was? Die Erhabenheit oder die Gewaltigkeit ist was? At-Tahiyyat. Und das sagte Al-Khattabi wal-Barawi, sie sagten, Al-Muradu bit-Tahiyyat anwa'u ta'zima. Arhamukallah. Yani gemeint ist mit Tahiyyat die Arten der Erhabenheit bzw. der Gewaltigkeit. Es heißt At-Tahiyyatu lillah. Yani die Arten der Gewaltigkeit, der Erhabenheit gebühren Allah oder gehören Allah. Was-Salawat ist die Mehrzahl von Salah. Und auch diese gebühren oder gehören Allah. Und dies umfasst alles, was in der Religion und in der Sprache Salah genannt wird. Das heißt was? Das Gebet, so wie wir es verrichten. Und genauso das Bittgebet gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah dieses Gebet verdient hat. Und er das Anrecht hat, dass wir ihm dienen und ihn anbeten. Und zwar mit dem Bittgebet und mit diesen Gebeten, die wir verrichten. Niemand sonst hat es verdient, dass wir ihn anbeten. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist also was? At-tahiyyatu lillahi was-salawat. Wat-tayyibat ebenfalls. At-tayyibat ist sozusagen das Gute oder die guten Dinge gehören Allah oder gebühren Allah. Und dies beinhaltet das, was mit Allah zu tun hat und das, was mit den Menschen zu tun hat. Das, was mit Allah zu tun hat, so gehören Allah die besten Eigenschaften und die besten Taten und die besten Aussagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Inna Allah tayyibun, Allah ist gut, la yaqbalu illa tayyiban. Und er akzeptiert nichts außer Gutes. Das heißt, Allah sagt nichts außer Gutes. Und er tut nichts außer Gutes. Und er wird mit nichts beschrieben außer mit Gutem. Das heißt, er ist gut von allen Aspekten. In seinem Wesen, in seinen Eigenschaften und in seinen Taten. Subhanahu wa ta'ala. Und genauso in Bezug auf die Taten der Diener akzeptiert er nichts außer was gut ist. Außer das was gut ist. Und was ist gut? Das aufrichtig für ihn verrichtet wurde und mit der Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam übereinstimmt. Das ist das, was gut ist. Und nur das akzeptiert Allah. Und alles andere ist nichts wert. Danach heißt es, As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu. As-salam ist mit dir oder auf dir, o Prophet. Was ist As-salam? Al-Sheikh bin Uthamin rahimahullah sagte, es wurde gesagt, yani eine Meinung besagt, As-salam
Damit ist der Name Allahs gemeint. Von den Namen Allahs ist was? As-Salam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allaha huwa as-Salam. Gewiss ist Allah as-Salam. Das heißt, as-Salam ist einer der Namen Allahs. Taib, auf diese Meinung aufbauend bedeutet dieser Wortlaut, dass Allah mit dir ist. As-Salamu alayka ayyuhan nabiyyu. As-Salam ist wer? Allah. Allah ist mit dir. O Prophet. Bedeutet also was? Allah ist mit dir, mit seinem Schutz und mit seiner Hütung und mit seiner Obhut. Und so weiter, was in dieser Bedeutung mit ihm begriffen ist. Das heißt, als ob wir sagen, Allah ist mit dir. Das heißt, er beobachtet dich und er schützt dich und er behütet dich. Das ist eine Meinung. As-Salam ist der Name Allahs. Da die andere Meinung besagt, As-Salam kommt vom Verb Salama, bewahren. Und somit, auf dem aufgebaut, heißt dieser Satz, dass wir Dua machen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er bewahrt bleibt von jedem Übel. Danach heißt es, wa rahmatullah. Yani, as-salam ist mit dir, je nachdem, was jetzt damit gemeint ist. Allah ist mit dir. Oder mögest du bewahrt bleiben vor jedem Übel. Und Rahmatullah, yani, und die Barmherzigkeit Allahs ist ebenfalls mit dir. Und, also bedeutet was, dass das ebenfalls ein Dua ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Sheikh bin Uthaymin sagt, dass die Barmherzigkeit, Ar-Rahma, wenn sie zusammen erwähnt wird mit der Vergebung oder mit dem Salam, dann bedeutet die Barmherzigkeit, das zu bekommen, was man begehrt. Verstanden? Yani, das Wort Barmherzigkeit, wenn es zusammen erwähnt wird mit Vergebung, oder mit Salam, bewahrt bleiben. Dann bedeutet Rahma, das zu bekommen oder zu erlangen, was man begehrt und was man möchte. Verstanden? Wenn es zusammen erwähnt wird. Und wenn es auseinander erwähnt wird, umfasst Rahma, die Barmherzigkeit, die Vergebung und auch das zu bekommen, was man möchte. Oder was man begehrt oder was man braucht. Aber hier wurde es erwähnt mit was? Mit As-Salam. Deshalb sagten sie hier, يَتَضَمَّنُ الدُّعَى بِحُسُولِ كُلِّ أَمْرٍ مَرْغُوبٌ فِيهِ. Aber es ist auch in Salam, so wie im As-Salam. Was? Das ist die Bedeutung, wie sie hier erwähnt wurde. Dass das gemeint ist? Möglich, ja. طيب, das ist was? وَرَحْمَةُ اللَّهِ. Und die Barmherzigkeit Allahs. وَبَرَكَاتُهُ. Mehrzahl von Baraka. Segen. Was bedeutet der Segen? Segen ist das Gut, das fortwährende, viele Gute. Das ist Segen. Dass Allah dir das Gute gibt und bei dir lässt und noch vermehrt. Das bedeutet Segen. Und das ist der Dua, wenn man darum bittet, dass Allah jemanden segnet. Oder dass der Segen Allahs auf jemanden ist. Und dieser Dua, dieser Segen von Allah für den Propheten sallallahu alaihi wasallam umfasst den Dua für ihn während Lebzeiten und auch nach seinem Tod. So wie die Ulema gesagt haben. Taib, das ist bezüglich was? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Danach sagen wir was? As-salamu alayna. As-salam ist auf uns oder mit uns. Und bei Salam sagt der Sheikh bin Uthaymin genau das gleiche, wie wir vorher gesagt haben. Yani was? Entweder ist damit der Name Allahs gemeint,
dass es ein Dua ist, dass Allah mit uns ist und uns behütet und uns bewahrt und uns beschützt, oder dass Allah mit uns ist, oder dass es eben bedeutet, dass Allah uns bewahrt von jedem Übel. Danach heißt es was? Auf uns oder mit uns. Taib. Hier ist kein Zweifel, dass hier nicht nur die Person gemeint ist, die das sagt. Weil es heißt was? Uns. Und nicht auf mir oder mit mir, sondern mit uns. Das heißt, hier ist die Person gemeint, die das sagt, und die, die mit dieser Person sind. Wer ist damit gemeint? Der Sheikh Ibn Uthaymin sagte, es wurde gesagt, die Betenden. Und es wurde gesagt, die Engel. Und es wurde gesagt, die ganze Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh sagte, und diese letzte Meinung ist die korrekteste. Die ganze Umma. Das heißt, genauso wie wir für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dua machen, dass er bewahrt bleibt, machen wir Dua für uns, dass wir bewahrt bleiben. Yani was? Für die Muslime. Für uns und alle Muslime. Warum? Weil wir seine Folger sind. Die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und danach heißt es, wa'ala ibadillahi as-salihin. Und das heißt, und auf den rechtschaffenen Dienern Allahs, oder und mit den rechtschaffenen Dienern Allahs. Das heißt was? Dass dieser Salam, den man für sich selbst erbittet, auch für die rechtschaffenen Diener Allahs erbittet. Yani für sich und für die Umma und für die rechtschaffenen Diener Allahs. Und der Sheikh sagte, rahimullah, darin ist eine Verallgemeinerung nach der Spezifizierung. Warum? Weil die rechtschaffenen Diener Allahs jeder Diener ist, der rechtschaffen ist, sei er im Himmel oder auf der Erde, sei er lebendig oder verstorben, seien es Menschen, Engel oder Dschinn. Dieser Satz umfasst alle rechtschaffenen Diener Allahs. Engel, Dschinn und Menschen, seien sie lebendig oder schon verstorben. Und Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, الأشهر في تعريف الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. Das Bekannte von der Definition des Rechtschaffenen ist, dass es der ist, der das verrichtet, was ihm obliegt. Yani was für ihn verpflichtend ist von den Rechten Allahs und den Rechten seiner Diener. Das heißt was? Er erfüllt die Rechte Allahs und er erfüllt die Rechte der Diener. Das ist der Rechtschaffene. Zitat Ende von Ibn Hajar. Das ist was? Der Tashahud. Das ist die Bedeutung des Tashahuds. Denn wir wann sagen? Im Gebet. Und dieser erste Tashahud, wenn es ein Gebet ist, welches zwei Tashahud hat, dieser erste Tashahud ist von den Pflichten des Gebets. Von den was? Von den Pflichten des Gebets, und das folgt noch, inshallah. Danach sagte der Autor, ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. Der Autor sagte, danach spricht er den Takbir und betet den Rest seines Gebets mit der Fatiha in jeder ركعة. Heißt, dass der Betende den Takbir spricht, um aufzustehen vom ersten Tashahud, um die dritte und die vierte Raka'a so zu beten wie die zweite und die erste. Doch der Autor erwähnte hier was, dass er nur die Fatiha liest. Wenn er also sagte und er liest, yani er betet das restliche Gebet mit der Fatiha in jeder Raka'a. Er will damit sagen, dass er nur die Fatiha liest und keine andere Sura danach. Doch wir haben das schon erwähnt,
dass es ebenfalls von der Sunna ist, dass man manchmal mehr als nur die Fatiha liest, so wie wir das schon erwähnt haben. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, bei dieser Position, beziehungsweise an dieser Stelle des Gebets, und zwar wenn man vom Tashahhud zur dritten Raka aufsteht, hebt man seine Hände. Die Frage ist, wann hebt man seine Hände? Beim Sitzen oder wenn man aufgestanden ist? Und? Ich glaube, es ist immer eine einfache Antwort, oder? Ich glaube, beides wurde überliefert. Beides wurde überliefert. Ja, ja. طيب إن شاء الله lassen wir das für den nächsten Unterricht. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.